Offenbar, die hat übrigens auch viel mehr Gesundheit. Auch besser verteilt und so. Und es hatte sogar schon Geheimgänge. Das Spiel hat nicht mal Geheimgänge. Ist denn mal lieber Wolfenstein 3D geportet? Ah. Würde ich auf Conventions gehen, würde ich sagen, wenn ich diesen Typen mal auf der Convention treffe, sage ich ihm mal, wie scheiße sein Spiel ist, aber ich gehe nicht auf Conventions. Also werde ich ihn wohl noch nie treffen. Nein, da wollte ich doch nicht rauslaufen. Ist der gerade durch die Wand gelaufen? Weißt du, ich komme nicht richtig durch die Tür und die Gegner gehen durch die Wände. Ah, gut, dass ich den zweiten Teil gleich schon vorbereitet habe. Soweit, so gut. Kann ich den auch gleich noch spielen? Ja, wenn du die Kugel siehst, ist es halt schon meistens zu spät. Nicht immer, aber halt einfach meistens. So, wo war denn jetzt dieser scheiß Schlüssel? Sterben, sterben, nein. Aus der Entfernung weißt du halt auch gar nicht mehr aus. Mein Wolfenstein 3D, konnte mein Wolfenstein 3D ausweichen? Ich glaube nicht, also den Hunden. Den Kugelschüssen nicht, aber ist auch so ein bisschen realistisch. Ich meine, aus 10 Meter Entfernung weißt du halt eine Kugel einfach nicht aus. Das ist halt einfach unrealistisch. Kugeln bewegen sich doch etwas zu schnell für so einen Scheiß. Aber da war das kein Problem, weil die KI war halt auch. Doom war übrigens auch besser. Ach, das sind schon wieder zwei. Das erkennt man auch nicht immer sofort. Und wenn man es nicht erkennt, dann kämpft man gegen zwei. Und gegen zwei unterbricht man definitiv immer höchstens einen. Ach, komm. Das ist vermutlich das letzte Level. Hier sind nochmal unnötig viele Gegner reingestopft worden. Erkennt man bei schlechten Spielen immer das letzte Level. Es sind unnötig viele Gegner da reingestopft worden. Hallo, wieso treffe ich den denn überhaupt nicht? Also mal nie ein gutes Zeichen, wenn in dem Level unnötig viele Gegner reingestopft wurden. Und nein, wenn man irgendwie so die Superwaffe hat, mit der man einfach alles platt macht, dann ist das nicht unnötig, sondern cool. Hier hat man das halt nicht. Ich könnte natürlich die Doppelläufige mal benutzen, aber davon habe ich nicht so viel Munition, wobei mit der Waffe wäre auch nicht mehr so viel Munition. Wo kommst du, Pisser, denn jetzt schon wieder her? Es liegt halt nirgendwo Gesundheit mal rum. Hauptsache noch mehr Munition reingestopft, die man jetzt nicht mehr braucht. Weil sich beim Balancing schon gar keine Mühe mehr gegeben hat, ne? Ja, aber kurz vor Feierabend, als er das letzte Level gemacht hat. Ich hoffe, das ist das letzte Level. Ich fange gleich an mit Save States. Na komm, stirb doch einfach. Oh, Gesundheit. Die heilt halt irgendwie einen Treffer. Auch das hat Wolfenstein 3D besser gemacht. Da gab es unterschiedliche Health, die unterschiedlich viel geheilt hat. Oder Health Items, besser gesagt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich lang muss. Munition nehme ich mit. Musste ich da rein? Musste ich hier lang? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Wir stellen fest, wir sollten auch nicht mehr diesen Aussagen. Ah, da ist der blaue Schlüssel. So habe ich den jetzt einen blauen Schlüssel. Der war doch grün. Ich habe nur beim letzten Mal einen grünen. Nee, habe ich einen blauen. Was? Habe ich nicht einen. Ich bin verwirrt. Ich kann mich nicht erinnern, welchen Schlüssel. Natürlich habt ihr mich getroffen. Habe ich den übersehen? Ja. Müsste machen, wenn das Spiel nicht funktioniert, ne? Ah, zum Glück muss dieses Elend niemand anschauen. Das wäre belastend.
Wieso können die jetzt Türen öffnen? Finde ich echt nicht okay, dass ihr das könnt. Sind jetzt alle tot. Ja, wer weiß das schon. Ist immer noch einer mehr am Leben, als du getötet hast. Damit er dich noch im letzten Moment töten kann. Ach, fick dich doch einfach, ey. Was für ein Rotzspiel, ey. DayZ genauso. Ja, gleich gar nicht erst kaufen. Ach, ich bin echt kurz davor, Safe States zu benutzen, ne? Hatte Wolfenstein 3D nicht an der Originalversion auch schon speichern und laden? Also überall. Was die teilweise halt auch einfach an Schaden schlucken. Es scheint sich auch immer mal wieder zu variieren, was die schlucken. Nee, grün hatte ich, den hatte ich den da drüben. Aha, ich weiß. Nee, grün hatte ich von da, ne? Brauche ich jetzt grün? Brauche ich blau? Ich brauche wahrscheinlich beide. Da, manchmal funktioniert das. Mit dem. Du nimmst, sie können nicht auf dich zurückschießen. Manchmal siehst du sie halt auch einfach gar nicht erst, weil Gegner sehen, bevor sie auf dich schießen. Das ist ja. Wer will das schon? Wer will schon Gegner sehen, bevor sie auf einen schießen? Das wäre ja fair und so. Fair. Junge. Ist das Sunny fair, wenn du es fair haben willst? Ist auch nicht fair, wirst nur abgezockt. Irgendwelche Idioten fahren wieder draußen rum. Ah, toll. Komm mal raus, damit ich dich wegschießen kann. Hallo? Treffe ich den überhaupt? Ich weiß es nicht. Ah. Was genau wäre zu leicht? Schreiben Leute in meinem Chat. Jetzt hätte ich mir zuhören müssen, damit ich weiß, was zu leicht wäre. Ich habe einen Kerzenständer. Schützt mich, Kerzenständer. Das ist ein heiliger Kerzenständer. Oh. Wie jetzt einfach zugeschüttet wirst mit Munition. Also, wenn man die Gegner sieht, bevor sie schießen. Ja, nee, das machen nur gute Spiele, aber die spiele hier nicht. Ich spiele nur den Kack. Weil ich mir dachte, hey, lass mal ein paar Shooter für einen Amiga ausprobieren. Ich hätte statt einer Wahl damals gleich noch Alien Predator Assault machen sollen. Dann hätte ich einfach Alien Predator D1 draufsetzen können. Was, nachdem, was ich habe mal kurz das erste Level angespielt, es spielt sich so viel besser als das hier. Hier nicht irgendwo Gesundheit gelegen? Nein, ja, dann halt nicht. Ja, Gesundheit. Gesundheit ist für Leute, die sich treffen lassen. Ah. Vor allem ist es halt 96. Ich meine, 96 hast du halt entweder gar keine Amiga-Spiele mehr gekauft oder du hattest halt einen entsprechenden. Ha High-End-Rechner, High-End-Amiga aufgerüstet, weil alles, was irgendwie rauskam, mehr Leistung effektiv gebraucht hat. Aber nee, die Leute haben halt trotzdem noch für die Low-End-Sparte entwickelt. Wobei das wahrscheinlich auch. Stirbt, stirbt alle. Sterbt doch. Jetzt kommt der nächste angeschissen, ne? Kaum hast du einen getötet, kommen die nächsten drei. So, ich habe mir die letzten Level schon gedacht, hey, so viel Munition und Gesundheit, wie hier rumliegt.
Vielleicht hat der Entwickler sich doch noch mal Mühe gegeben, aber nee. Großartig. Nee, nur Munition. Spiel. Ich brauche keine verfickte Munition mehr. Ich brauche Gesundheit. Und zwar viel und das bevor ich gleich wieder sterbe. Ah, ich wünschte, ich hätte wenigstens Sound, aber der möchte nicht laufen. Weil Sound würde das Spiel halt auch nicht retten. Fickt euch. Fickt euch einfach nur. Stehen sie gleich wieder zu fünft um der Ecke, um die Ecke, schießen alle eine Kugel, damit du auch möglichst gleich stirbst. Und dass man halt so festhängt in den Türen, ist auch nicht gut. Und dass man sich ständig mit der Maus vor und zurück bewegt, ist halt auch nicht gut. Man dreht sich ja, wenn man sich dreht. Das haben wir früher so viele Shooter gemacht. Die ersten 3D-Shooter haben das alle gemacht. Hat es denn niemand mal irgendwie getestet und gemerkt, dass das scheiße ist? Und sie dann gedachten, ja, lass mal lieber nie wieder machen. Lass mal nochmal umbauen, die Steuerung. Nee, die haben das. Doom hat das auch noch gemacht, ne? Ich glaube, Quake 1 hat es dann nicht mehr gemacht. War da noch Gesundheit? Nee, da war der blaue Schlüssel. Was ist denn hier der grünen Tür? Lass mich raten. Natürlich mehr Gegner. Ach komm! Es ist einfach zu viel für die Menge an Energie auch und die Länge des Levels ist ja einfach viel zu viel Gegner. Entweder massiv die Gegnerzahl runterdrehen, das Level verkleinern oder die Anzahl der Gesundheitsboxen drastisch erhöhen. Und ich bleib dabei, das wurde hier nicht ordentlich testgespielt. Das hätte man gemerkt, weil man das verfickt nochmal hart merkt, wenn man das mal ohne irgendwie Cheats oder so spielt. Merkt man halt einfach, wie hier viel zu wenig Gesundheit rumliegt. Man merkt es einfach in jeglicher Hinsicht. Aber nein, testen kostet Zeit und Geld, ne? Gibt's auch da keine Gesundheit? Natürlich gibt's ja keine Gesundheit. Ach. So, wisst ihr was? Fickt euch. So. Gut. Wenn das Spiel nicht fair spielen will, spiele ich auch nicht mehr fair. Nein, die Leute waren nicht viel besser damals. Die haben die Spiele einfach nie durchgespielt und behaupten einfach, ja, damals waren die Spiele viel schwerer, was richtig ist, aber man hat es halt einfach nicht durchgespielt dann. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, so Superman 64, das spielt man halt normal auch nicht durch. Und die Leute, die das beatern, haben halt alle nicht mal Latten am Zaun. Das sind ja so Spiele, die man entweder bis zum Erbrechen gespielt hat, wenn man keine anderen Spiele hatte. Und weil man ja irgendwie rechtfertigen musste, dass man gerade 100 Mark für sein Spiel ausgegeben hat, das in jeglicher Hinsicht komplett scheiße ist. Das Spiel hier ist einfach scheiße. Es ist einfach Wolfenstein 3D in schlechter. Und 4 Jahre später. Wenn man etwas kopiert, sollte man es nicht schlechter machen. Vor allem nicht, wenn man es 4 Jahre nach dem Spiel, das man kopiert, rausbringt. Sagst du, wie es ist, das ist nicht so gut. Macht man halt irgendwas falsch. Schwer so gut wie tot.
Und ich bin tot. Nein, aber gleich bin ich tot. Ah nein, das ist wieder der Raum mit den 2 Millionen. Der Raum mit den 2 Millionen Gegnern, die Aussage schon. Als ob es da nur einen gäbe. Hier gibt es 2 Millionen Räume mit viel zu viel Gegnern. So. Hallo, hallo, wieso funktioniert jetzt meine Steuerung nicht mehr? Hall. Was ist denn jetzt los? Hallo, Spiel. Jetzt funktioniert das Spiel. Was? Aber willst du mich jetzt verarschen? Wieso funktioniert jetzt das Spiel nicht mehr? Ja, ich kann den Save State jetzt nicht laden. Ach, du willst mir doch Rollen spielen, oder? Wieso funktioniert das nicht? Sag jetzt nicht, das Spiel ist so scheiße, dass der... Funktioniert nicht mehr, ey. Junge! Ach, das ist doch einfach nicht wahr jetzt. Was? Ja, ja, komm. Jetzt funktioniert... Willst du mich verarschen, oder was? Was hat der Entwickler denn da zusammengepfuscht? Das ist das falsche Level, oder? Was? Moment, was? Ich wollte gerade sagen. Nee, jetzt geht... Warum geht dann der andere Zustand nicht? Wieso geht der nicht? Och, was hat der Entwickler denn da zusammengepfuscht? Jetzt funktioniert nicht mal der Save State mehr richtig. Junge! Was hat der Entwickler hier zusammengepfuscht? Ja, jetzt geht er. Wie bekommt man denn das hin? Ich hatte noch nie Probleme mit einem Save State zu laden. Ich meine, ich habe ihn vielleicht schon mal ungünstig gesetzt, aber... Da fuck. Also zumindest nicht mehr um einen Mega-Emulator. Was hat der Entwickler denn da zusammengepfuscht? Ah, ich will es gar nicht wissen. Wie gesagt, also Alien Breeder D1, ich habe es angespielt. Das war schon besser. Das hatte einige Sachen, die Doom, wie gesagt, nicht hatte. Und es kam halt auch noch früher raus. So, ist er tot? Ja. Das kam 95, das kam ja früher raus. Ich habe NP 3D bisher nicht anspielen können, weil die einzige Version, die ich gefunden habe, war irgendwie corrupted. Aber hey. Gut zugegeben, Alien Breeder D kam auch noch auf dem PC raus, hatte ein bisschen mehr Entwicklung, aber trotzdem. Junge, du hast hier einen Wolfenstein 3D-Klon. Richtig hart versaut. Ich finde es immer faszinierend, wie Leute irgendwie Spiele kopieren. Und sind wir realistisch, das hier ist einfach eine harte Kopie. Aber es dann einfach schlechter machen. Und ich denke, warum? Und das wurde halt auch verkauft. Ich meine... Das hier wurde verkauft 4 Jahre nachdem Wolfenstein 3D rauskam, 3 Jahre nachdem Doom rauskam, im selben Jahr, in dem Quake 1 kam 96 raus, oder? Ja, 96 müsste das gewesen sein. Im selben Jahr kam Quake raus. Da kannst du doch nicht sowas verkaufen. Und du kannst auch nicht irgendwelche Leute sagen, oh ja, also... Wenn du das Spiel am Anfang magst du es nicht, aber mit der Zeit lernst du es zu lieben. Also auch die komischen Mechaniken. Nein! Nein! Du lernst es nicht zu lieben. Es ist einfach nur scheiße und du lernst es zu hassen. Ja, das ist das schon eher. Toll, jetzt bin ich wieder so gut wie tot. Speichere mal gar keinen State nicht, weil
Speichere mal ein. Nee, das lohnt nicht. Nicht mit so wenig Health. Ich weiß, dass ihr da seid. Kommt doch raus. Ah. Jetzt habe ich irgendwie Lust, meinen eigenen Wolfenstein 3D-Klon zu machen. Erstmal meinen Civ-Klon fertig bauen. Erstmal Civ-Klon fertig bauen. Das kann noch eine Weile dauern. Wobei, die KI kann forschen jetzt schon und ich habe nochmal so ein paar Bedeutungen für ein paar Gebäude, also Bedeutungen für ein paar Gebäude eingebaut. Ist jetzt nicht so mega viel. Aber hey. Oh, Gesundheit gibt's nicht, weil. Gesundheit. Wozu hast du Munition? Passt doch. Ich habe übrigens Patreon eingerichtet, wird wahrscheinlich nie irgendjemand spenden, aber mir spendet ja keiner Geld. Ich mache irgendwas falsch. Ich beleidige die Leute nicht schlimm genug. Ich muss diese Wichser, die mich schauen und kein Geld geben, noch mehr beleidigen, ey. Muss ich mal was sagen, was für Arschlöcher sie sind. Ich muss Fido mal eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe Testament 1 gespielt, ist voll scheiße. Es ist voll scheiße.